Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 5. Mal gucken, was hinter dieser Tür ist. Darauf warten wir schon alle die ganze Zeit, seit gestern. Egal. Mal gucken, was dahinter ist. Ein Raum. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, nee. Dass hier ein Raum ist, hätte ich wirklich jetzt... Nee. N-n-n. Die anderen Dinger nehme ich nicht mit, die brauchen wir nicht. Bum, 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 bum. Bom, 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 bom. Ah, da hätten sie... Mach du. Mach du. Mach du. Erstens, ich frage mich, wie die KI denkt. Kaputt machen? Denken, nee, umdrehen, zu mir kommen, bemerken, da ist noch eine Kiste, hingehen, kaputt machen, mitnehmen. Und zweitens, die läuft die ganze Zeit rum und macht irgendeine Bewegung so. Sogar beim Kacken so. Naja. Einfach ein Niveau runterziehen. Nö. Nivea runterziehen. Once he knows we're here, he'll find us. How do you know that? Let's just say we have a history together, and he's not the type to let grudges go. You must have done something to really piss him off. It goes a bit beyond just pissing him off. So, are you going to tell me what happened? Maybe. But not until after we put an end to all this. Deal? Okay. Okay. Ich will die Geschichte auch hören. Chris. Ich wollte Wesker... Ich kann nicht mehr sprechen. Ich wollte Wesker sagen. Und ich sage in jeder Folge schon, ich kann nicht mehr sprechen. Was mache ich dann die ganze Zeit? Meinen Mund bewegen und dabei Töne rausbringen. Die sich dann merkwürdig anhören, aber verständlich. Zum größten Teil. Verständlich. Eine neue Waffe. Ja. Yeah. Ich und meine Pumpgun. Scheiße. Ich würde gerne in das Inventar von Sheva zugreifen, aber es geht nicht. Schade. Gib mir was? A can of First Aid Spray. Na komm, gemeinsam öffnen wir die Tür. Schon wieder diese Umbrella Blue. What's going on here? Nothing that concerns either of you. We're not giving you an option. Now spit it out. Tell us what we want to know and you won't get hurt. Where's Wesker? If you can behave yourselves, maybe I'll tell you. Jeez. Damn it! She's tough. I'll give her that much. What's this? Chris, is this... Whatever it is, Excella seemed protective of it. Hat sie das nicht Wesker verabreicht? Ist das nicht so eine Art Gegengift? Also ich gehe mal davon aus, es ist ein Gegengift. Und ihr Scheißblumen nervt. Und wegen euch ist es alles so bekloppt. Schon wieder diese Blumen. Ja, habe ich doch gesagt. Hörst mir nie zu. Und Sheva hat wirklich genug Ding-Munition, also da brauchen wir nicht mehr davon. Das reicht. So, und wir kommen hier also nicht durch, oder was? Abgeschlossen. Kriegen wir nicht auf. Ja. Ich würde mich schon wundern, wenn wir dann da durch müssten. Und auch damit. Wow.
Ja. Kapte Scheiße. Guck nicht so blöd. Alter. Was zum... Alter. Warte, eins nach dem anderen. Kinders. Alter Finne. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das war ein Handy, Alter. Handy, Alter. Ein Auge geschossen. Legst du dich bitte hin? Danke. Lösen. 1 plus 1 gleich 2. Ah, gelöst. Das kann mich befreien. Na, spring. Wann werdet ihr endlich mal die Leitern runter benutzen? Na komm, nimm. Da. Only for you. Also. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen laut bin. Das war gerade lustig. Als würde er so einen Tanz tanzen wollen. Hoppa Gundam Style. Wupp, 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 wupp. Sie hat eine mächtige Wumme in der Hand. Alter Finne. Steht ihr, steht ihr. Jetzt hat sie endlich auch mal Pistolenmunition. Was hast du vor? Was hast du vor? Erstmal zweimal richtig schön daneben schießen und danach in den Kopf und dann sagen nice work. Lass uns etwas weiter zurückgehen. Hör auf mit dem Quatsch da hinten, ja? Ich mag das. Die verbrennen immer so schön. Merken, Infizierte ist ein guter Zunder. Uah. Komm her. Put, put, put. Kann ich das benutzen jetzt schon? Yes. Keine Ahnung, was die Zombies Infizierten da hinten machen, aber ich habe meinen Spaß hier vorne mit Sheva. Sheva. Hört sich so leicht französisch an, Cheval. Cheval, darf ich mal? Oder wie auch so ein Waschmittel. Ich benutze nur das neue Cheval. Nicht in Deckung, du sollst drüber. Achso, runter. Jetzt. Bitte, bitte, bitte. Quatsch mich nicht voll, du Fröbel. Tja. Da musst du schon früh aufwachen. Okay, der ist früh aufgewacht. Aber nicht früh genug. Nicht mich, Sheva, ja? Nicht mich, die da. Da, knall das da ab. Ja? Gut so, nicht mich. Bis die das lernt. Oh. Ich wollte schon sagen, der wäre ein sehr früh Aufsteher, aber der kam nicht. Mann, ey, ich fühle mich voll gemobbt, wenn die mich die ganze Zeit abballert. Besser als würde sie mich hassen oder so. Vielleicht spiele ich mit gar keiner KI.
Wer weiß, vielleicht ist es wirklich jemand. Pumpgun! Wesker? Nein. Oh nein. Er hat noch eine Zigarre am Mund, ey, in der Fresse, Alter. Am Mund habe ich korrigiert und sag in der Fresse. Ja. Würdest du bitte ducken? Ja, das höre ich öfters. Ja, ja. Du machst mir keine Angst, Fettklops. Ich frag mich wirklich, wann du endlich stirbst. Aua. Fettsack. Nicht in Deckung. Aufwärts haken. Das war's. Er hat aber Munition gefressen wie sonst was. Alter, Finne. Das Ding ist durchsichtig. Es ging aber ab. Puh. War schon eine dezent schwere Geburt. Naja, ich sag nichts. Ich sag nichts, bevor ich mich noch irgendwo reinreite. Na Gott. Es wird immer schlimmer. Unser Nivea sinkt sehr tief. Gut, geht's noch tiefer eigentlich? Hm. Ah. Ja. Ich gehe außen rum, gehe da hoch, spring da runter und lande wieder dort, wo ich angefangen habe. Nein, ich schieße da nicht drauf. Munitionverschwendung. Zwei Schlüsselkarten. Schlüsselkarten, Schlüsselarten, Schlüsselmaten, sowas wie Schwachmaten, bloß mit Schwü, Schlüsselmaten. Ein Safe, ohne irgendein Passwort. Ach. Für den ersten musst du so ein Vieh besiegen, für den zweiten musst du einfach so ein Ding aufmachen. Kennt man ja. Kombinieren. Kombination. Und mehr brauche ich nicht zu kombinieren. So. Komm mit, Shiva. Uhrzeit? 13 Min. Komm. Und? Ach, toll. Sag bloß. Ah. Willst du mich verarschen? Okay. Dahinter soll man sich nicht verstecken. Gemerkt. Ich brauche eine Waffe, die... Jetzt müsste ich nur noch die Gegner sehen, dann wäre es perfekt. Da unten ist noch einer. Es ist ja wirklich... Hm. Jetzt hör auf, deine Dinger zu verbraten, Alter. Danke. Schlimm mit der Jugend heutzutage. Habe ich schon erwähnt, ne? Wie oft ich mich über die Jugend beschwer. Ist schon schlimm. Guck mal, für dich eine Halskette. Für dich eine Halskette. Und nochmal für dich eine Halskette. Die werden alle schön verkauft. Ich schenke dir was. Kann ich es nach einer Woche wieder zurückhaben? Ich brauche das Geld wieder. Wieso habe ich da nichts mitgenommen? Egal. Ich laufe da jetzt nicht extra nochmal zurück. Lohnt sich nicht. Gut, wir werden jetzt ohne die Dinger sofort krepieren, aber... Egal. Oh, endlich mal wieder ein Aufzug.
Ich mag Aufzüge. Aber Wesker nicht. So, you've made it this far. Too bad you won't make it much further. In einem Aufzug drei Kameras. Given birth by the progenitor virus. The Wesker children were entrusted with endless potential. Of them, only one survived. You. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Creating a new world with an advanced race of human beings. However, all was lost with Raccoon City. Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle burns dimly. Ironic, isn't it? For one who has the right to be a god. To face his own mortality. The right to be a god. Is now mine. Durchschlagende Argumente. The right to be a god. You. Arrogant even until the end. Only one truly capable of being a god deserves that right. Keinem Menschen steht das Recht dazu, Gott zu werden.